Servus Freunde, willkommen zurück bei der Shisha WG. Wir haben die niegelnagelneue Sorte von 187, den Traube Minze, auch bekannt als Quelle. Sollte euch das Ganze gefallen, lasst uns gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da und jetzt viel Spaß beim Review. So, da sind wir wieder. Wie gesagt, die neue Sorte von 187. 187 hatte bis jetzt immer noch nicht die zwei klassischsten und ich würde sagen am meisten gerauchtesten Tabaksorten auf dem Markt. Das ändert sich heute zum Teil, denn heute kommt der Traube Minze von 187 raus. Fehlt jetzt eigentlich noch der Doppelapfel, dann haben die auf jeden Fall die zwei Sorten abgehakt. Wir sind sehr gespannt, es gibt schon einige Sorten von 187, die brutal geil sind und ob die jetzt auch einen krassen Traube Minze rausgehauen haben, wollen wir in diesem Review rausfinden. Wir blenden euch jetzt erstes mal den Kopfbau ein. Wir rauchen das Ganze im Werkbund. Spott, Schnitt und Feuchtigkeit gehen auf jeden Fall klar. Da gibt es nichts zu meckern. Es ist ein sehr schöner, heller Tabak, der ordentlich feucht ist, aber keine überschüssige Molasse in der Verpackung. Es sind ein paar klitzekleine Ästchen drin, aber nichts, was euch irgendwie stören würde. Passt auf jeden Fall alles sehr, sehr gut. Wir rauchen das Ganze auf der Stahlspecht P20. Ein Review dazu wird auch demnächst noch kommen. Seid ihr auf jeden Fall gespannt. Wir finden die Pfeife auf jeden Fall vom ersten Eindruck schon mal ziemlich nice, aber kommen wir mal zu dem Tabak. Traube Minze, die riechen mal dran, die guckt euch bei mir ein bisschen die Wolken an. Wenn ich meine Nase so reinhalte, habe ich gleich so dieses Bedürfnis zu sagen, es riecht in der Art wie ein Nameless Black Nana, also es ist irgendwie so eine Art Dieselgeruch, wie einige Leute das sagen. Finde ich aber, riecht auf jeden Fall ziemlich gut, ja, der Dieselgeruch ist bei, aber trotzdem habt ihr so gleichzeitig diese extrem angenehme Traubennote. Ich muss aber auch sagen, für mich persönlich sind es eher zwei verschiedene Traubensorten. Also es ist eine ganz normale weiße Traube und auch ein Anteil von einer schwarzen Traube. Also die schwarze Traube ist eher so im Hintergrund, aber auf jeden Fall im Vordergrund ist die weiße Traube und dann halt so diese typische frische Minze. Also es riecht eigentlich ziemlich gut, wenn man nicht jetzt direkt sagt, boah, das riecht brutal nach Diesel. Also es riecht sehr gut, nur für einige würde es wahrscheinlich so rüberkommen. Ja, für mich sind das im Geruch definitiv drei Komponenten. Das erste ist eine weiße Traube, die in die Richtung von Alfacha geht. Die zweite Komponente ist dieser typische schwarze Traube/Dieselgeruch, wie ihn viele beschreiben, von Nameless Black Nana. Und die dritte Komponente für mich ist eine sehr, sehr abgeschwächte Mentholnote aus Traube Minze sein Vater. Also eigentlich drei Komponenten aus drei verschiedenen Traube Minze Tabaksorten, die jeder für sich in ihrer Kategorie, wie ich sie gerade genannt habe, verdammt gut sind. Also die Mentholnote in Traube Minze sein Vater ist ziemlich geil, die weiße Traube von Alfacha ist brutal geil und Leute, Nameless Black Nana, ihr wisst das, wir lieben den Tabak über alles. Das ist von uns beiden der Lieblingstabak im Moment, rauchen wir die ganze Zeit. Er riecht sehr, sehr nice. Die grüne Traube überwiegt bei mir auch. Also empfinde ich genauso wie Warren. Schwarze Traube, würde ich sagen, sind dann so, ja, sagen wir mal, 60% weiße Traube, 30% schwarze Traube und nochmal 10% Minze. Es ist definitiv einer der Traube-Minze-Tabaksorten, die ein bisschen weniger Frische haben vom Geruch. Aber gefällt mir vom Geruch auf jeden Fall schon mal brutal gut. Ja, geschmacklich ganz ist das Ganze für mich sehr, sehr ähnlich. Also die Komponenten im Geruch spiegeln sich genauso im Geschmack wieder. Das heißt, ihr habt eine schöne schwarze Traube, die aber ein bisschen weniger krass rüberkommt als die grüne Traube, die mich immer noch ein bisschen an Alfacha erinnert, aber nicht mehr so stark wie im Geruch. Und ihr habt so eine leichte Mentholnote, also nicht so eine typische Nana-Minze, nicht so eine Pfefferminze, sondern eher eine kühle Mentholnote. Gefällt mir aber wirklich ziemlich, ziemlich gut. Ich muss sagen, für eine grüne Traube wäre er mein Lieblingstraube, glaube ich, was deutschen Tabak generell angeht. Ja, wenn ich aber eine schwarze Traube will, ist Black Nana immer noch so ein Ticken geiler. Also, da wir Black Nana immer so 11 Sterne geben, würde ich ihm trotzdem die 10 geben. Weil es ist wirklich ein ziemlich guter Tabak. Rauch seht ihr ja schon, also raucht auf jeden Fall brutalst. Ich finde ihn auf jeden Fall ziemlich, ziemlich geil. Also 187 räumt wieder ab. Sehr, sehr guter Tabak. Ja, auch von mir zum Geschmack. Es ist auf jeden Fall eher eine helle Traube. Und ja, im Hintergrund schwingt so eine dunkle Traube auf jeden Fall mit. Die Minznote ist mir vielleicht persönlich ein Ticken zu wenig, aber ich muss auch sagen, ich bin einfach anderes gewöhnt, beziehungsweise ich mag halt andere Sachen. Ich mag halt eine brutale Minznote.
Die ist hier ein bisschen lascher. Also für die Leute, die auf jeden Fall sagen, boah, beim Black Nana war mir die Minze-Nana-Note viel zu stark. Für die wäre das auf jeden Fall ein gutes Paket. Also da habt ihr auf jeden Fall ein bisschen weniger Minze, ein bisschen weniger Frische, aber trotzdem auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Tabak. Ja. Von daher auch von mir die 10 Sterne. Da müssen wir eigentlich gar nicht meckern, weil ich meine, da gibt es nichts zu meckern. Er raucht ja gut, er schmeckt gut, er ist genau das, was er sein soll. Und von vielen Komponenten kommt einfach das Beste dazu. Ja. Und das ist es einfach, das einfach den Tabak ausmacht. Also 187 Quelle ist auf jeden Fall ein neues Brett. Ja, interessanter Name auch. Vielleicht noch zu dem Mischverhältnis von Minze zu Traube. Da muss ich generell sagen, es gibt keinen Traube-Minze-Tabak, abgesehen jetzt von Hardcore-Traube-Minze. Ist aber was anderes, weil da sind ja wirklich brutals auf die Minze gegangen. Es gibt keinen Standard-Traube-Minze-Tabak, der mich zufriedenstellt von dem Minzanteil. Also ich mische fast jeden Traube-Minze noch mit ein bisschen extra Cold Death oder grüner Marokkaner von Nameless. Irgendwie sowas. Irgendwas Frisches muss da für mich immer noch mit rein. Deswegen finde ich das eigentlich ganz gut, dass die da jetzt einfach ein bisschen weniger Menthol genommen haben. So können auch Leute, die da nicht so drauf stehen, das rauchen. Und die Leute, denen das so nicht passt, die können halt wie immer einfach trotzdem noch ein bisschen Minze mit runterpacken und nehmen dann einfach ein paar Blätter mehr vom Minztabak und dann passt das wieder für die Leute. Also ich finde es auf jeden Fall brutal geil. Warren auch anscheinend bei 10 Sternchen. Ja. Also auf jeden Fall ein sehr, sehr geiles Ding. Probierempfehlung von mir geht auf jeden Fall raus. Also mega geiles Brett, wenn ihr auf Traube steht, wird er euch safe schmecken. Ich denke, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst uns gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da und dann sehen wir uns im nächsten Review wieder. Bis dahin, macht's gut, eure Shisha-WG. Ciao.